Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Das große Vieh ist ja schon weg. So, jetzt wechsle ich mal zu Aurora. Und die soll mal ihr komisches Lichtding machen. Das mögen die nämlich nicht. Jawohl. Wo ist der Robert? Da. Das sind nämlich beides Lichtkämpfer. So, die Aurora braucht mal einen Trunk oder so. Die soll aber eigentlich... eigentlich soll sie angreifen, kann sie aber eh nicht. Nimm das mal. Na kommt, Leute, macht sie fertig. Zumindest einen von beiden. Ist das jetzt endlich mal weg, das Vieh? Nee, der kontert immer auch noch so gemein. Ey, unglaublich, wie stark die sind. Und wie wenig Schaden ich auch ausrichte hier. Mach mal deinen Lichtstrahl endlich. Genau. Nikulus. Nikulus heil mal. Nebenbei. So. Endlich. Und das lebt immer noch. Krass, ey. So stark. Kann man da nicht mal was machen? Wenigstens einer schon mal weg, ey.
wir holen mal jemand anderen. Jawohl, das ist doch mal gut. 192 Feuer, das ist super. Warte. Ja. Komm, mach das Vieh platt. Mach es platt. Geht doch. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Jetzt ist nur noch einer da. Ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber die Zeit dauert echt lange, Leute. Vor allem, wenn das hier noch in Zeitlupe läuft. Na endlich! Das hat lange genug gedauert. Ah. In kleinen, aber feinen Schritten. Geschliffener Diamant. Der Mond mag vorerst der deine sein, aber warte nur, Mutter schlägt dich kurz und klein. Oh, Aurora wird erwachsen? Oh, wo ist Aurora hin? Igniculus, du bist plötzlich so klein. Ich glaube eher, du bist gewachsen. Oder täuscht der helle Mondenschein? Wen interessiert Auroras Maß? Wir haben den Drachen getötet und passen gut zusammen. Wir sind stärker als die Konkurrenz. Zum Glück sind wir beisammen. Was machen wir nun? Jetzt ist die Sonne an der Reihe. Auf in die tiefsten Tiefen. Auf dass ich sie befreie. Aurora ist erwachsen. Krass, Leute, schaut mal. Wie so eine große Fee. Zu den gefluteten Landen. Kapitel 9. Die Piskeanarien und der Unhold oder irgendwie so. Oh, Igniculus, komm geschwind. Das Tiefste vom Tiefen kann ich nicht sehen. Fröhlicher Ort, nicht wahr? Für einen Wurm ist er vielleicht genehm, was mich ungemein verwirrt. Warum ist der Grund übersät mit Himmelsflecken? Das täuscht. Überflutet ist das Land in allen Wecken und Ecken. Oh. Okay. Ich werde jetzt mal hier kurz einen Cut machen, um nach meinem Speicherplatz zu schauen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Alles tutti. Wir können mit unserer erwachsenen Aurora losfliegen. Oh. Wir haben hier direkt noch eine Kiste. Es ist so schön animiert. Feennektar. Das passt ja gut jetzt zu ihr, unserer kleinen, großen, neuen Fee. Oh. Oh, dann kämpfen wir mal gegen ihn, ne? Ja. Ich glaube, Monsun gefällt ihm nicht so gut.
Und wir wurden zurückgesetzt. Na toll. Aber Gegenangriff. Sehr gut. Juhu. 257 ist super. Super, super, super. Jawohl, verwundbar gegen Licht. Hab ich's doch fast vermutet. Jawohl. Ihr seid die größten Helden. Und der ist auch weg. Prima. Ja, diese kleineren Kämpfe sind eben doch... Die kleineren Kämpfe sind doch etwas leichter zu bestehen. Herr Land auf, Land ab, ihr Schrecken verbreitet. Auf eurer Seite zu stehen, mir Sorge bereitet. Nehmt ihr die Maske beim Schlafen ab? Niemals. Ich geschlafen hab. Ich bleibe wach, mache nie schlapp. Tja. Dann nicht Tristes. Du bist sowieso immer trostlos. So, da ist eine Höhle, da kann man rein. Sieht aus wie so ein Blitz... Ding. Haben wir hier einen Zaubertrank. Das ist ja schnuckelig. So, ein Rubinzwamm. Oh, das ist so schön hier. Und da gibt es einen Quest oder so. Wiederbeleben dran. Oh, das ist gut. Davon haben wir immer nicht so viel. Kann man hier unten auch hin? Nee. Was ist so süß? So schön sieht das aus. Oh. Tempo. Gehen wir da mal hin. Aurora, was bedeutet dies? Für den Schatz des goldenen Vierecks studiert den Smaragd der Erde. Verlasst im Zündelmeer nicht den Pfad des Lichts, auf das er euch zu des Rätsels Lösung führen werde. Zündels Geheimnis. So, jetzt geben wir erstmal Tempo. Wer kriegt denn Tempo? 24, 27, 25, 30, 23, 18. Machen wir mal ein bisschen mehr Tempo für Uindingens und... Den Goldmachen-Ding müssen wir auch noch. Hier steht ja auch übrigens in Ebene oder Wald. Also irgendwie muss man den ja, und ich war ja damals extra im Wald, aber da habe ich jetzt nichts gesehen, wo man den Apfel zu Gold machen kann. Aber in Ebene müsste man nochmal extra hinreisen. Erleuchte und folge Zündbels Hinweisen in allen Ecken, um einen Goldschatz zu entdecken. Achso, ja, und die Fertigkeiten pimpen wir jetzt auch nochmal ab. So, Lichtstrahl alle. Oh, können wir gar nicht. Na gut. Aber wir haben hier noch was. Schutz vor Leid. Und wir gehen hier bei MP-Aufwertung nochmal einen rauf. So, dann haben wir hier Lauffeuer alle. Das ist auch super. Und hier können wir auch nochmal zwei geben. Dann machen wir mal hier und hier. Dann haben wir Doppeltreffer. Schön. Neue Fertigkeiten sind immer gut. Genauso wie Überrumpelung kriegt nochmal einen drauf. Und dann gehen wir hier auch nochmal bei Verteidigung einen hoch. So, was haben wir hier noch Schönes? Wo gehen wir lang? Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen mehr machen. Kuss des Todes. Tötet eine dunkle Kreatur mit einer Chance von 10% sofort. Dies ist eine passive Fertigkeit. Ja, klingt super. Okuli können wir bestimmt auch wieder welche herstellen. Genau. Fassierter Rubin. Und hier haben wir einen Turmalin. Jetzt haben wir da auch noch mal einen von. Das war's. Haben wir hier irgendwo was Schlechteres drin, wo man das ausbessern könnte? Ich glaube, einen fassierten Smaragd hatten wir aber nicht nochmal. Nee, nee. Nee, nee, ist schon alles gut so. Ja, wie kriegen wir denn jetzt die Hinweise? Wo sind denn hier mal Hinweise? Ah, hier können wir hin.
Geschliffener Amethyst haben wir geschenkt bekommen. Vielleicht gibt es ja hier noch mehr Eingänge. Die wir so nicht entdecken. Wenn wir da nicht mal genau hingucken. So wie hier. Nö. Tja. Wie finden wir denn jetzt die Hinweise? Gehen wir da mal rein. Gegen den müssen wir kämpfen. Kein Problem. Kriegen wir hin. Lauffeuer alle und Hieb alle. Kriegen die schon mal ihre erste Packung weg. Bisschen schneller bitte. Schön. Sehr gut. Lauffeuer nochmal alle. Machen wir einfach mal nochmal weiter so. Super. Gar nicht erst zum Zug kommen lassen. Wenn es geht. So, die schwächeln schon. Das ist gut. Jawohl. Das haben die beiden gut gemacht. Und noch einen geschliffenen Amethyst. Und eine Kiste. Wiederbeleben zweimal. Ach, das ist schön. Das ist schön. Ja, durch diese ganzen Trainierdingereien. Durch das Training werden wir natürlich immer besser. Wo haben sich nur alle verborgen? Verwandelt in Vögel? Ich mache mir Sorgen. Oh, vielleicht kann man sich das alles billig besorgen. Was die immer für Sprüche haben. Ein Feuer. Wer hat's entflammt inmitten der Gemäuer? Oh, hallo Mädchen. Wie lautet dein Name? Psst, Vorsicht, ihr weckt den Unhold. Hinter deinem Rücken ist das ein Spiel, kleine Dame? Genoveva, komm her, du bist noch zu klein. Nein, ich gehe hinein. Sie hört wieder nicht zu. Wie eh und je. Er ist Drust, mich nennt man Gen. Ich bin Aurora, tut der Unhold euch weh? Weh, das ganze Dorf schleppt er fort. Der Unhold bewacht die Höhlen inmitten der See. Immer wenn er hungrig ist, kommt er in unser Dorf, oh je. Oh je. Vor dem Kind mag ich's nicht sagen. Tief hinab in des Meeres Krater. Zog er meine Mutter und auch Vater. Doch atmen tun sie unter Wasser ohne Mühe. Wir sind Zauberer mit Rabe und Kater. Genoveva und ich blieben als Einzige übrig. Aurora, bringst du zurück Papa und Mama? Das werde ich, Kind sei ohne Sorge. Jetzt bin ich glücklich, hurra! Mich reizen all diese Häuser mitsamt ihrem Keller. Ich böt deinen...
Ich böt deinen Eltern dafür ein paar Heller. Manchmal ist es ja auch ein bisschen anstrengend hier mit dem Lesen. Aber geht ja noch, geht ja noch. So, dann kriegen wir hier auch noch was Feines. Schön. Bisschen Sternstaub und gespeichert. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Child of Light. Schönes Spiel immer noch und ich finde es eigentlich auch ganz toll mit den verschiedenen Charakteren, die das Spiel hier so hat. Macht auf jeden Fall noch Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch auch noch. Bis dann!